Ein Moskauer Gericht hat zwei Poeten wegen eines Gedichts verurteilt. Artjom Kamardin und Igor Stoffbar müssen nun 7 bzw. 5,5 Jahre ins Straflager. Beide waren wegen Aufstachelung zum Hass sowie öffentlicher Aufrufe zu Aktivitäten gegen die Staatssicherheit angeklagt. Bei einer Lesung im September 2022 hatte Kamardin ein Gedicht vorgetragen, das die prorussischen Separatisten in der Ostukraine kritisiert. Daraufhin war er festgenommen worden. Dabei wurde er nach eigenen Angaben von der Polizei misshandelt. Kamardins Ehefrau Alexandra Popova nannte das nun verkündete Urteil eine sehr harte Strafe. Wenn wir normale Gerichte hätten, würde so etwas nicht passieren, kritisierte Popova vor Journalisten. Anschließend wurde sie von der Polizei abgeführt. Russland unterdrückt seit Jahren kritische Stimmen, doch die Kampagne hat mit dem Beginn des Angriffs gegen die Ukraine ein neues Ausmaß angenommen. Seit deren Beginn im Februar 2022 wurden tausende Russen wegen Kritik an der Offensive verurteilt, teils zu sehr harten Strafen.